Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Frankfurt in der Klassikstadt und ich habe heute für euch einen brandneuen Alfa Romeo mit dabei. Und zwar ist es der Alfa Romeo Tonale. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder von mir und ihr seid jetzt bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wie ihr seht, darf ich heute leider nicht fahren, aber ich darf euch alles erzählen, was ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß. Bedeutet, wir werden über die Optik sprechen, über die Ausstattungsvarianten, über den Innenraum, über den Kofferraum und auch ein bisschen was über die Motoren. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter verschiedenen Leasinganbietern, unter anderem meinauto.de, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Optik, und hier steht er jetzt in einem wunderschönen Misano Blue. Da haben wir euch auch schon eine Giulia bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Schaut da gerne mal vorbei. Wir sind ja hier richtig große Alfisti, also sehr große Alfa Romeo-Fans. Und ihr bekommt den Tonale jetzt in vier verschiedenen Ausstattungsvarianten. Beginnend bei Super, das ist die Basisausstattungsvariante, auch wenn sie Super heißt. Anschließend gibt es Sprint, TI und hier steht jetzt eben Veloce, also die sportlichste bzw. eben ja auch die höchste Ausstattungsvariante. Und wenn wir den jetzt von vorne anschauen, geht es erstmal darum, dass wir jetzt hier einen sehr grimmigen Blick haben und vor allem ultra neue Leuchten. Das erste Mal bei Alfa Romeo gibt es jetzt hier nämlich Matrix-LED-Licht, serienmäßig Voll-LED. Und eben optional das Matrix-LED-Licht. Und was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist ein sehr innovatives, sehr intelligentes Licht, weil es beispielsweise den Gegenverkehr abblenden kann, aber auch Schilder anblenden kann. Und damit fahrt ihr eben permanent mit Fernlicht, was mega gut ist. Und was gehört auch zu einem Alfa Romeo? Natürlich der Scudetto. Und der sitzt jetzt hier vorne in der Mitte, in der Veloce-Ausstattungsvariante, jetzt hier in einem Schwarz. Sonst kommt er in den Chrom und wir haben jetzt hier oben das Alfa Romeo Logo nochmal draufgesetzt. Was ich super schön finde, ist, schaut mal, diese Form hier. Wir haben nämlich die Motorhaube dann nochmal mit integriert. Die steht jetzt hier auch nochmal so ein bisschen drüber, die den grimmigen Blick dann dadurch auch nochmal so ein bisschen betont. Hier unten dann auch nochmal sehr viel Klavierlack. Der Stoßfänger ist jetzt hier in so einem Plastik und hier an der Seite aber eben wieder eine Lippe nochmal in der Karosseriefarbe. Hier an der Seite auch nochmal Luftöffnungen, um die Brembo-Bremsen, die wir jetzt hier drauf haben, nochmal zu kühlen. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, geht es natürlich auch darum, was ist das eigentlich für ein Auto? Das ist ein Kompakt-SUV. Wettbewerber gibt es da auch einige, unter anderem der Audi Q3 oder auch der BMW X3 oder auch der Volvo XC40. Also wirklich jeder Hersteller hat in dem Segment was. Warum? Weil ihr da draußen auf diese Autos steht. Man sitzt nämlich hoch, die sind nicht allzu groß, die sind weiterhin noch kompakt. Man hat einen guten Ein- und Ausstieg und man hat auch eine gute Rundumsicht. Wie ich jetzt hier den Tonale finde, werden wir jetzt im Laufe dieses Reviews besprechen. Erstmal aber im Vergleich zu den anderen ist er schon sehr, sehr schick, sehr, sehr sportlich und natürlich unfassbar emotional, wie halt eben die Alfa Romeos immer sind. Für mich zumindest, ich habe es euch ja schon gesagt, wir sind Alfista bzw. Alfisti hier auf dem Kanal. Und wenn wir jetzt hier auf die andere Seite gehen, besprechen wir jetzt vielleicht erstmal das Fahrwerk und was ihr hier für verschiedene Motoren bekommt. Und immer kommt er jetzt mit einem Frontantrieb, außer ihr nehmt den Plug-in-Hybrid, da habt ihr hinten dann auch noch einen Elektromotor, vorne mit 180 PS der Verbrenner, das ist ein Benziner, und hinten dann 122 PS starker Elektromotor. Zusammen ergeben die dann eine Leistung von 275 PS und 500 Newtonmeter und sind wahrscheinlich in 6,2 Sekunden auf 100. Der hier hat jetzt aber 160 PS, ist ein Benziner, den gibt es auch mit 130 PS und es gibt auch noch einen 1,6 Liter Diesel, der hat dann eben auch 130 PS. Und jetzt sprechen wir vielleicht über die Optik und erstmal schaut mit mir gemeinsam mal hier diese Felgen an. 17, 18, 19 oder 20 Zoll Felgen, hier haben wir jetzt die größte Variante, schön in diesem Teller-Look, den man ja von Alfa Romeo schon kennt. Hier in der Mitte dann auch nochmal das Alfa Romeo Logo, Brembo-Bremse jetzt hier in einem Rot lackiert. Und was ebenfalls lackiert ist und was mir sehr gut gefällt, sind jetzt hier die Radläufe in einem abgesetzten dunklen Schwarz bzw. eher grau. Veloce steht jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Da seht ihr also immer, welche Ausstattungsvariante hier konfiguriert ist. Schwarze Spiegelkappe mit einer italienischen Flagge natürlich auch nochmal drin. Schwarz umrandete
Scheiben hier hinten, auch abgedunkelt, gehörte natürlich dazu. Und wir haben jetzt hier auch nochmal so eine Seitenschwellerverbreiterung, auch nochmal schön matt abgesetzt und hier unten dann auch nochmal lackiert. Von der Seite schon ein richtig schickes Auto, oder? Leicht herabfallende Dachlinie, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das für euch ein Coupé ist oder nicht. Ich finde, es ist irgendwie was zwischendrin, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und übrigens, diese Linie, die hier von vorne bis nach hinten geht, ist wahnsinnig schön, weil die sehr gerade aussieht und das Ganze auch irgendwie so ein bisschen ja, skulpturartig erscheinen lässt. Und wenn wir jetzt am Heck sind, großes Highlight ist die durchgehende Leuchte jetzt hier, auch nochmal mit den drei Elementen, die wir vorne schon in der Leuchte gesehen haben. Bedeutet, die finden wir jetzt hier hinten auch nochmal wieder. In der Mitte dann das Alfa Romeo Logo, unten drunter steht dann auch nochmal sehr stolz in der Schreibschrift Tonale drauf. Ich finde es sehr schick, weil selten ist wirklich die ja, Typbezeichnung hinten in einer Schreibschrift. Und dann ist eine Besonderheit, dass dieses Heckfenster jetzt hier nicht einfach unten gerade abgeschlossen ist, sondern hier unten nochmal so leicht pfeilförmig nach unten geht. Schaut euch das mal an, auch die Karosserie macht hier nochmal einen kleinen Knick. Das sind hier wirklich sehr viele Details, die super schick sind. Ich werde euch auch gleich noch was in der Tür zeigen. Hinten auch noch ein Dachkantenspoiler mit zwei schwarzen Findets an der Seite. Und der Stoßfänger, der ist sehr sportlich, sehr präsent. Hier auch alles lackiert. Wir haben jetzt hier so, ja, ich würde es jetzt nicht Fake-Endrohre nennen, beziehungsweise Blenden, aber es ist eine sehr schöne Einkerbung hier an der Seite. Und das echte Endrohr ist hier unten auf der Seite. Da müsst ihr euch runterbeugen, dann seht ihr es auch nochmal. Für mich aber ein sehr stimmiger Look. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn so findet. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal den Kofferraum an. Macht ihn jetzt mal auf. 500 bis 1500 Liter Fassungsvermögen ungefähr. Ich muss den jetzt auch gerade mal ein bisschen aufräumen, weil bei Jans Review wird es jetzt schon ein bisschen chaotisch, aber schauen wir vielleicht erstmal so rein. Hutablage mache ich euch gleich rein. Schaut mal, hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, den doppelten Ladeboden nochmal zu ändern. Da kann man nämlich einerseits den hier ganz nach unten machen. Man kann den aber auch hier hochpacken und jetzt müsst ihr mal gucken. So habt ihr eben hier fast keine Kante und auch eine sehr gleichmäßige Fläche. Ich muss gerade mal da an die Seite, dass das auch richtig fest ist. So ist es dann richtig. Und ihr könnt jetzt hier vor allem, wenn wir den so hochklappen, den da an den Seiten, an diesen kleinen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Nippeln vielleicht, kann man das Ganze dann hier auch nochmal schön einklemmen. Wieder hier runter, auf der Seite übrigens auch noch eine 12-Volt-Steckdose und auch nochmal ein kleiner Haken, an dem man dann eben den Einkauf einklemmen kann. Und jetzt würde ich euch schnell zeigen, wie die Rückbank umzuklappen ist. Da komme ich jetzt auch mit meinen 1,64 Meter von hinten ganz gut ran. Versuche es jetzt auch mal auf der Seite. Und hier haben wir dann eben das volle Kofferraumvolumen. Das ist ausreichend, da passen locker zwei bis vielleicht sogar drei Kinderwagen hinten rein, falls man die mit transportieren müsste. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz die Hutablage, wie die jetzt hier reingeht. Funktioniert sehr einfach, einmal hier und einmal hier reingeklemmt. Findet auch direkt ihren Weg und wir haben jetzt hier nicht einfach nur so Schnüre mit so einer Schlaufe, sondern auch wirklich nochmal so einen kleinen Mechanismus, wie man das zumachen kann. Na, das habe ich gerade vom Mechanismus erzählt. So, hält fest, ja, sehr gut. Und hier habt ihr jetzt eben den Kofferraum. Jetzt würde ich sagen, machen wir den wieder zu und schauen uns gemeinsam an, ob ich Platz auf der Rückbank habe. Ich bin ja 1,64 Meter klein, dann würde ich sagen, mache ich mal hier auf der Seite auf und zeige euch eine Sache. Schaut mal. Das ist das Teil, was ich euch zeigen wollte. Wie schön das hier jetzt nochmal ausgekerbt ist. Auch hier habt ihr jetzt noch so einen Teil vom Radlauf in der Tür. Und wenn ich das jetzt ganz aufmache, seht ihr das eben hier auch nochmal, dass sich das hier sehr schön einschmiegt. Mach hier hinten jetzt mal die Rückbank hoch und gehe mal auf die andere Seite. Und erstmal checken wir jetzt, wie ist denn der Einstieg. Radstand ist ja 2,64 Meter, habe ich euch ja schon gesagt. Klappen das jetzt hier mal hoch und ja, der ist komfortabel, mache jetzt hier vielleicht auch nochmal die Tür zu. Und hier hinten bin ich echt begeistert, aber schaut mal. Ich habe sehr viel Platz, nach vorne hin ja 2,5 Fäuste, nach oben hin eine Faust, beziehungsweise 1,5. Es gibt auch optional noch ein Glasdach, das können wir euch jetzt leider nicht zeigen, deswegen ist es jetzt hier drin auch noch so dunkel. Aber das würde ich auf jeden Fall wählen, ist für mich auch irgendwie italienisch, wenn man mit offenem Dach fahren kann. Cabrio wäre jetzt auch ein bisschen verrückt hier drin. Und jetzt haben wir hier dann auch nochmal sehr schöne Sitze. Alcantara, darunter ist dann auch nochmal so ein roter Stoff, sehr gut verarbeitet jetzt hier auch. Was ich mag, ist, dass wir jetzt hier auch nochmal so eine kleine Einbuchtung haben, die vorgehen. Also die Sitze haben jetzt, obwohl wir auf der Rückbank sind, durchaus einen sportlichen Anspruch. Hier dann auch nochmal die Kopfstütze aufrecht stehend. Wir haben jetzt hier auch noch eine Mittelkonsole mit zwei Cupholdern und hier dann eben auch noch die Möglichkeit, die Durchreiche aufzumachen. Ich weiß, dass es jetzt sehr dunkel ist, aber ihr seht, man kann die Durchreiche auch noch nutzen. Jetzt mache ich hier mal wieder zu.
Und wir schauen uns hier vorne auch noch die Technik an. Wir haben jetzt hier einmal USB-C und USB-Anschluss in der Wahl, was sehr gut ist, weil ihr habt hier eben zwei Möglichkeiten. Lüftungsdüsen kann man auch noch selbst einstellen. Und der Mitteltunnel ist gar nicht mal so hoch, was ich sehr gut finde. Man kann hier nämlich auch ganz bequem in der Mitte sitzen, zeige ich euch auch mal. Funktioniert ganz gut, auch wenn man jetzt vielleicht mit den Füßen nicht ganz so gut reinkommt. Jetzt schauen wir uns gemeinsam vielleicht noch die Tür an. Sehr gut verarbeitet. Hier oben ist es so ein Soft-Touch, also so leicht unterpolstert nochmal, beziehungsweise bezogen. Hier ist nochmal so ein schönes Element, was so, hört ihr das? So eine kleine Perforierung hat. Hier dann auch nochmal der Türöffner. Unten alles bezogen mit Leder und hier unten haben wir dann ein bisschen Hartplastik und ja, Platz für so eine halbe Literflasche. Für eine große reicht es leider nicht ganz. Jetzt würde ich sagen, gehen wir abschließend nochmal gemeinsam vor. Ich mache vorne die Motorhaube auf und erzähle euch nochmal alles, was ich über die Motoren weiß. Ich würde sagen, ihr kommt jetzt mal mit, machen wir da vorne auf und schauen noch einfach mal hier unter die Motorhaube und wir haben ja jetzt hier den 160 PS starken Benziner, macht den jetzt hier mal auf. Da springt er auf, hier steht jetzt auch nochmal schön Alfa Romeo drauf und ihr bekommt den jetzt in zwei verschiedenen ja, Leistungsstufen, einmal mit 130 PS und einmal 160 PS. Das ist ein 1,5 Liter Turbobenziner und der hat jetzt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Es wird auch noch einen 1,6 Liter Diesel geben, der hat dann auch 130 PS, aber eine 6-Gang-Wandlerautomatik. Und vom Plug-in-Hybrid habe ich euch ja schon alles erzählt, der wird übrigens dann auch das 7-Gang-DSG haben. Wichtig ist jetzt hier, dass die Benziner ein 48 Volt Bordnetz haben, also auch nochmal mitboosten und einen besseren Verbrauch damit bringen. Jetzt freue ich mich gar nicht, das zuzumachen. Bringt natürlich auch sehr viel, weil ihr dann eben einen kleinen Elektromotor mit dabei habt, der 20 PS stark ist, vor allem eben beim Anfahren. Ich bin sehr gespannt, wie er sich dann fahren wird. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist jetzt gemeinsam in den Innenraum gehen. Da zeige ich euch auch noch alles und dann gibt es noch ein kurzes Fazit und ich werde raten, was der kostet. Kommt mit! So, kommen wir jetzt hier zum Innenraum und der ist mein absolutes Highlight. Als allererstes schauen wir uns mal gemeinsam die Sitze an. Wir haben jetzt hier nämlich Alcantara, unten drunter dann so einen roten Stoff. Das ist jetzt hier überall perforiert. Auch die Nähte hier sind sehr gut verarbeitet. Unfassbar dicke Seitenbacken jetzt hier oben und auch hier unten. Hier dann auch nochmal so eine Verlängerung für die Kniekehle. Die fühlen sich sehr gut auf der Haut an. Sehr, sehr sportlich. Ich finde die super schick. Ich freue mich schon total aufs Fahren. Und ein Highlight hier oben natürlich Alfa Romeo nochmal in die relativ weich gepolsterte Kopfstütze integriert bzw. eingestochen. Und wenn wir jetzt mal gemeinsam die Tür ansehen, da muss Jan sich langsam, aber sicher rüber bewegen, genau jetzt ist er endlich da, können wir da auch mal über die Verarbeitung sprechen, vor allem über die Materialien. Wir haben jetzt hier so ein Leder auf der Armauflage, wir haben auch ein kleines Münzfach da vorne. Unten ist vielleicht der Platz nicht so groß wie in den Wettbewerbern, die ich euch genannt habe. Eine Flasche passt aber trotzdem rein, das ist alles sehr gut verarbeitet. Auch der Türöffner ist jetzt sehr stylisch da oben nochmal integriert. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist uns jetzt hier mal das Cockpit anschauen. Und bei Alfa Romeo geht es darum, vor allem jetzt hier bei dem Tonale, dass sich alles um den Fahrer dreht. Der Beifahrer hat hier keinen Screen, der Beifahrer braucht auch keinen Screen, sondern alles ist zum Fahrer ausgerichtet. Was wir jetzt hier aber haben, ist eine sehr schöne ambiente Beleuchtung. Die ändere ich euch dann gleich auch noch in den Farben ab. Hier unten haben wir dann Alcantara, wieder hier die schönen roten Nähte. Und alles ist sehr waagrecht, sehr stimmig, nicht zu überladen. Hier ist nicht zu viel Technik drin, aber eben genauso viel, wie man braucht. Die Lüftungsdüse ist übrigens auch sehr schön hier an der Seite. Ich zeige sie euch mal. Kann man hier auch in der Richtung verstellen. Erinnert auch so ein bisschen an Audi oder an Mercedes oder eben an Alfa Romeo. Mittelkonsole hier auch gut verarbeitet. Hier ist jetzt so eine ja, leicht strukturierte Oberfläche. Zwei große Cupholder. Hier übrigens der Schlüssel, so sieht er aus, schaut ihn euch mal mit mir gemeinsam an. Und hier dann die zwei Cupholder, hier dann auch noch ausreichend Platz, um eine Getränkedose oder sowas mitzunehmen. Jetzt mache ich da mal wieder zu und wir sprechen jetzt hier noch über das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was wir jetzt hier haben. Der Gangwahlhebel ist ja aufrechtstehend. Wir haben jetzt hier auch einen ja, Schaltsack, der aus Stoff ist in dem Fall. Hier unten dann noch die Italienflagge, elektrische Parkbremse und hier, schaut mal, könnt ihr die Lautstärke mit so einem Drehregler steuern. Da vorne haben wir dann den DNA-Schalter. DNA können wir dann noch ganz einfach durchtoggeln. Da oben seht ihr dann im Infotainment-System, was sich jeweils ändert. Da haben wir dann so eine andere Grafik. N und D können das ESC dann auch komplett ausmachen. Ich gehe jetzt hier mal wieder runter in N. Und jetzt würde ich vorschlagen, werfen wir noch einen Blick hier auf
Die Klimaanlage, die könnt ihr hier einstellen, hier eben in der Stärke, kann man auch mit einem Knopfdruck nochmal ausmachen. Das finde ich gut, denn wir haben jetzt wirklich noch echte Knöpfe. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht noch über die induktive Ladefläche hier sprechen. Hier kann man dann das Handy reinlegen. Gut ist natürlich, man kann jetzt hier auch direkt draufschauen auf das Display, falls man einen Anruf bekommt. Man sollte natürlich nicht dran gehen, aber man hat hier Apple CarPlay, Android Auto, kann also beides nochmal benutzen. Jetzt würde ich vorschlagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen gemeinsam über das Lenkrad hier vorne. Unten abgeflacht statt Jobknopf ist jetzt hier vorne nochmal drin. Alfa Romeo in der Mitte auf dem Pralltopf. Hier drüben seht ihr dann schon mal die ganzen Assistenzsysteme, die wir dann hoffentlich im Fahrbericht testen können. Ihr habt hier alles für teilautonomes Fahren Level 2, was auch relativ neu ist für Alfa Romeo. Und schaut mal, hinten sind Schaltwippen, die nicht mitkommen mit dem Lenkrad, wenn man lenkt. Das ist auch so typisch. Alfa Romeo kennt man ja auch zum Beispiel aus der Giulia oder aus dem Stelvio. Sehr groß, hier oben nochmal aus Aluminium, oben Plus, unten hier drüben Minus. Sehr schick. Und jetzt hier oben nochmal ganz besonders die Hutze über dem digitalen Cockpit. Da müsst ihr vielleicht weiter hier vorne gucken, dass ihr auch die Form erkennt. Genau, sehr sportlich anmutend. Vorne dann hier ungefähr 12 Zoll, hier dann 10 Zoll im Infotainment. Und jetzt zeige ich euch noch ein Highlight, was ich habe. Und zwar, wenn man hier auf Fahrzeug geht, können wir hier die ambiente Beleuchtung ändern. Mit einem längeren Druck einfach hier drauf. Schaut mal, wie schön das ist. Könnt ihr euch jetzt hier konfigurieren, welche Farbe ihr haben möchtet. Jan hat gerade gesagt, deswegen hast du nicht rot drin gelassen. Ja, wir können jetzt hier das Rot drin lassen. Sieht natürlich am sportlichsten aus. Ich fand jetzt das Blau ganz gut passend zur Außenfarbe. Hier haben wir dann noch die Home-Ansicht. Die können wir auch noch verschieden konfigurieren. Können uns jetzt hier auch Widgets hinzufügen, wie zum Beispiel die Klimaanlage, dass wir die hier immer drin haben. Oder beispielsweise auch Maika. Das ist ganz cool, wenn ihr jetzt hier wieder rüber geht, könnt ihr euch noch mal eine Seite hinzufügen. Also es ist sehr flexibel, das System. Wenn wir jetzt hier auf Medien gehen, habt ihr ja, wie schon gesagt, Apple CarPlay, Android Auto. Funktioniert auch wireless. Das ist das erste Mal bei Alfa Romeo, dass es funktioniert. Und hier bei Fahrzeug habt ihr eben dann noch mal die verschiedenen Einstellungen. Habt ihr auch ein Begrüßungslicht. Hier habt ihr dann auch noch die Informationen zu den Leistungen. Verbrauchshistorie könnt ihr euch hier noch anschauen. Zusätzliche Messgeräte. Also hier gibt es auch echt viele Spielereien. Aber es ist eben nicht so, dass es ganz überlädt, dass es einen überfordert. Hier unten übrigens noch ganz wichtig, 12 Volt Steckdose, einmal hier, da und auch noch zwei USB-C-Anschlüsse. Für beide eben Optionen gibt es da eine Lösung, was ich sehr gut finde. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam nochmal rausgehen und ich werde euch ein Fazit zaubern und vielleicht verraten, was der kosten wird. Kommt mit! Kommen wir jetzt zu meinem Fazit und erstmal schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr den Tonale jetzt? Ich finde ihn hot, genauso kann man es sagen. Warum? Ja, ich mag ihn optisch total gerne, er ist sehr sportlich und ihr könnt eben mit den verschiedenen Ausstattungsvarianten den eher ein bisschen schicker, ein bisschen edler machen oder eben, wie ich ihn heute gezeigt habe, auch sehr, sehr sportlich. Auch der Innenraum ist sehr fahrerfokussiert. Ich freue mich auch schon total, den Tonale fahren zu dürfen. Dazu kann ich leider jetzt noch gar nichts sagen, aber ich bin sehr gespannt, ob er sich genauso gut fahren wird wie beispielsweise der Stelvio oder auch die Giulia. Was ich ganz vergessen habe, euch zu sagen, ist, dass wir jetzt hier immer ein elektronisches Sperrdifferenzial vorne haben, eine Gewichtsverteilung von 50% vorne, ungefähr 50% hinten, was natürlich auch sehr viel Spaß machen wird beim Fahren. Und dann geht es natürlich darum, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir haben jetzt hier den ersten Plug-in-Hybrid bei Alfa Romeo. 2024 wird das erste rein elektrische Modell dann auf den Markt kommen von Alfa. Und bis 2027 möchte die Marke rein elektrisch werden. Da bin ich sehr drauf gespannt und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sprechen wir jetzt erstmal noch über den Preis. Ich schätze, der Tonale beginnt dann ungefähr bei 30.000 Euro. Der Plug-in-Hybrid wird irgendwo zwischen 40.000 und 45.000 Euro liegen, vielleicht auf 50.000 Euro. Ich weiß leider aktuell noch gar nichts über den Preis, wo ihr aber auf jeden Fall bis dahin schon mal vorbeischauen könnt, ist bei unserem Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde!